Servus, Freunde des Angelsports. Der Marc von Wickbeitz hier. Ja, ihr seht, ich stehe wieder vor meinem Boot. Das Wasser hinter uns, hinter der Kamera, der Kuppi. Wir sind wieder unterwegs bei bestem Wetter und wollen mal gucken, ob wir nicht ein paar Zander, Barsche oder Hechte fangen können. Dem Video heute wird es so ein bisschen um Technik gehen. Also viele von euch haben gefragt, wie das läuft, wie verschiedene Einstellungen laufen, wie sich das verhält mit dem Livescope, den Echoloten und. Das versuche ich euch heute mal ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, das gelingt mir so, dass man es versteht. Und ja, wir hoffen, dass wir dann auch noch ein paar Fische fangen. Und jetzt, denke ich, muss ich mich erstmal umziehen, damit wir warm durch den Tag kommen. Also andere Klamotten. Viel besser, oder? So, jetzt sind wir eingepackt. Jetzt kann es losgehen. Boot ins Wasser, Fische fangen. Auf geht's. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe zwei Echolote an Bord. Hier unten habe ich das Garmin 92 UHD SV. Und hier oben habe ich das Hummingbird Helix 10, dritte Generation. Und ich nutze die Echolote so, dass ich mir auf einem, zwar hier oben, immer die Tiefenkarte anzeigen lasse. Ihr seht, ich habe hier schon so ein paar Konturen abgefahren. Und auf der linken Seite habe ich ganz normal den normalen 2D-Geber, der einfach nach unten strahlt. Der Geber ist hinten am Heck des Bootes befestigt. Und das Garmin, da habe ich das Livescope drauf. Das heißt, hier der Geber ist gerade im Down-Modus. Und der Geber, der hängt quasi hier an der Seite, an einer Kaiser Edelstahlstange. Und wenn wir jetzt gleich fahren, dann muss das Ganze nach oben, weil ansonsten... So, jawohl, muss das nach oben. Zack. Gibt es ein Malheur. Die Stange nach oben aus dem Wasser und dann kann man auch Gas geben. Jawollo! Ja, Petri! Petri, Dank! So, da ist er. Wunderschöner Zander. Bisschen ramponiert, der Gute. Der war schon zwei, dreimal am Haken. Nur her, die Kamera ist wasserdicht. Der Fisch auch. Quick Release. So, da könnt ihr schön sehen, wie hier genau die Kante abfällt. Von 4 Meter runter auf 6, 7 und dann bis auf 8 runter. Und da standen sie eben.
Ja, Petri. Petri, Dank. So, zweite Zander. Wunderschön. Der Markus hat ihn gefangen. Tipptopp. Der geht natürlich zurück. Quick Release. Ja, ihr habt es gesehen. Die ersten zwei Zander sind verhaftet. Es fängt leider so ein bisschen an zu riechen. Das heißt, ihr kriegt so Tropfen auf die Kamera. Ich hätte gesagt, ich zeige euch das mal jetzt so ein bisschen mit der Technik. Das ist ganz schön. Also, pass auf, ich drehe jetzt die Kamera. Ich versuche euch das hier zu erklären. Also, oben, wie gesagt, ist die Karte drauf, das 2D-Sonar. Und ihr seht jetzt hier auch meine Driftlinien. Also hier geht es von 4 auf 8 Meter runter. Das sieht man auf der Karte recht schön. Ich habe mir so ein Overlay da reingelegt. Das heißt, wenn ich das abfahre, wird hier die Struktur auch dargestellt. Darunter seht ihr die Navionics-Karte mit den tiefen Linien. Und wir sind jetzt zweimal, dreimal hier diese Kante rauf und runter. Und dabei kamen dann auch die Bisse. Ja. Das Ganze sieht dann auf dem Garmin, sieht das so aus. Das heißt, hier ist ja das Live-Scope. Also hier sehen wir jetzt live, ob unterm Boot wirklich Fisch ist. Also hier diese Ansätze. Das könnte Fisch sein. Ist hier jetzt so ein bisschen schwierig, weil die Wassertrübung sehr stark ist. Aber man kann das halt immer schön kontrollieren. Also man sieht es hier und gleichzeitig hier. Also das heißt, hier waren so ein bisschen Schwebstoffe. Da ist definitiv Fisch. Das wird hier gewesen sein. Ja. Also das kann man relativ schön sehen. Wenn wir nachher im See sind, denke ich, kann ich euch das noch besser zeigen. Da ist das Wasser etwas klarer. Da sieht man die Fische dann wirklich gut. Aber auch die zwei Fische, die wir gerade gefangen haben, die konnten wir hier unten liegen sehen. Also ich sehe sie immer zuerst hier auf dem Panoptix drauf, auf dem Livescope. Und dann tauchen sie irgendwann hier auf. Ich habe zu Markus noch gesagt, da liegt einer. Und im nächsten Moment war er auch schon dran. So soll das sein. Klappt nicht immer, aber manchmal. So, wir wollen wieder fahren, das heißt, ich klappe die Geberstange wieder hoch und jetzt zeige ich euch noch eins. Das hier kann ich nämlich umschalten. Ich kann mir hier meine Motordaten anzeigen lassen, wenn er denn an ist. Jetzt ist der Motor an. So, dann habe ich hier Tankanzeige, Geschwindigkeit, Trimhöhe, alles drauf. Und da oben dann die Gewässerkarte. So sieht das aus. Dann mal Tow. Jawohl. Danke, Marc. Eingenetzt. Petri Kuppi. Zander Nummer 3. Geil, mein Freund. Wieder ein schöner. Der hatte zweimal gepackt. Ich dachte, ich hätte erstmal Grundkontakt. Ja, schick. Boah, man ist so unbeweglich in den Anzügen. Wir sind auch ohne Anzüge. Hat der Markus den nächsten Stachelritter. Schön, fantastisch. Sehr geil. So, kleines Bild machen, dann kommt er zurück. Könnt ihr einen Futterfischschwarm sehen? Jetzt ist er gerade weg. Hier an der Seite ist er noch.
Und direkt darunter kam gerade der Zander von Markus. Hier kann man das übrigens noch schön sehen. Also ich habe an der Kaiser Edelstahlstange habe ich zwei Geber hin dran. Ich habe hier oben den GT54 Geber. Das hier unten, das ist der LVS 32, also der LiveScope Geber. Den LiveScope Geber kann man hier verstellen. Den kann man hier einstellen, welchen Modus der fahren soll. Der ist jetzt im Down-Modus. Ich kann ihn in den Forward-Modus stellen oder aber ich kann das ganze Ding rotieren lassen. Oder beziehungsweise hier den umdrehen und den Kopf rotieren, sodass er im Forward-Modus ist. Das ist dann eher aber für die Flachwasserangelei. So, aber jetzt ist die Stange hoch. Das heißt, wir geben wieder Gas. Wichtig ist immer, dass ihr hier unten jedes Mal, bevor ihr die Stange hoch macht, auf Pause drückt. Dann steht hier nämlich unterbrochen. Dann kriegt der Geber auch kein Signal mehr. Das heißt, dann ist das in Ordnung, weil Geber immer nur im Wasser betreiben. Fisch auch. Das ist jugendfreies Fernsehen hier. So, da ist er. Zander Nummer 10. Markus führt stolze 8-2. Fantastischer Fisch. Sehr schön, Petri, Markus. Petri, danke. Und ich würde sagen, Glückwunsch zum Tagessieg, denn ich denke, das war der letzte Fisch. Wir wollten heute zweistellig fischen. Das hat Markus geschafft. Ich habe nicht viel dazu beigetragen. Zack. So, sehr gut. Weg ist er. Ja, Leute. Wir werden uns jetzt immer hier korrigieren. Wir werden uns für heute verabschieden. Und ja, ich habe euch ja so ein bisschen was mit dem Echolot gezeigt. Vielleicht nicht alles, was man damit jetzt machen kann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hatten mal wieder einen geilen Tag auf dem Wasser, haben sogar noch ein paar nette Bekannte getroffen, die wir auch schon lange nicht gesehen haben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wäre es geil, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, unseren Kanal abonniert und auf jeden Fall beim nächsten Video wieder reinschaut. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's schön gut. Ciao.